Wie funktioniert Symmetrie? Symmetrie ist zunächst mal für jeden von uns ein Ordnungsprinzip. Etwas, was perfekt rund ist, empfinden wir in gewisser Weise als fundamentaler. Die Sonnenscheibe ist rund und das gibt uns einfach den absolut perfekten Kreis zum Beispiel vor oder auch den Vollmond. In der Naturwissenschaft ist es nun ähnlich, dass Systeme, Gegenstände, die Symmetrien aufweisen, eben sofort die Frage auftaucht, warum ist das so? Warum hat eine Schneeflocke zum Beispiel eine Sechsfachsymmetrie, wenn sie sich eine beliebige Schneeflocke, die ungestört entstanden ist, anschauen, dann hat die ein sehr faszinierendes, schönes Muster. Warum ist das so? Und diese Fragen sind dann in der Physik natürlich dadurch gelöst, dass man oft diese Symmetrie auf die Symmetrie der ganz kleinen Bausteine zurückführt, so wie beim Lego-Spiel, wenn eben die ganz kleinen Objekte eine gewisse Symmetrie haben, dann werden die daraus aufgebauten Dinge eine ähnliche Symmetrie haben. Wir sind alle daran gewöhnt, dass unter Drehungen gewisse Objekte ihre Gestalt nicht ändern. Eine Vase, wenn sie sie um eine ihrer Achsen drehen, wird im Allgemeinen ihre Gestalt beibehalten. Ähnlich ist es dann auch bei unseren fundamentalen Objekten, die wir in der Physik haben. Die Felder, die Teilchen haben gewisse Eigenschaften unter den sogenannten Raum-Zeit-Symmetrien, also Translation, Rotation, also lineare Bewegung und Drehung. Darüber hinaus hat man jedoch festgestellt, dass Teilchen sogenannte innere Freiheitsgrade besitzen, die man mit Farbe oder mit Flavor bezeichnet. Das ist natürlich nur ein Name für etwas, was unserer Anschauung nicht unmittelbar zugänglich ist. Wir können uns das aber so vorstellen, als ob jedem Teilchen, sagen wir nochmal, so eine gewisse innere Richtung aufgeprägt wird und Drehungen in diesem inneren Raum haben nun die Eigenschaft, dass sie ein Teilchen in ein anderes, aber weitgehend dazu äquivalentes überführen. Nun sind die Theorien so konstruiert, dass insgesamt sie ein Invarianzprinzip haben, das heißt, unter solchen Drehungen in diesem inneren Symmetrieraum soll sich die gesamte Struktur der Theorie nicht ändern. Um jedoch diese Eigenschaft aufrechtzuerhalten, muss man zusätzliche Wechselwirkungen einführen, die zwischen einem Teilchen am Ort 1 und einem Teilchen am Ort 2 eben Kräfte vermitteln. Diese Wechselwirkungen sind von ihren Auswirkungen her eben Anziehung, Abstoßung zwischen den zwei Teilchen. Sie rühren aber daher, dass ich mir die Freiheit erlauben will, solche Drehungen in diesem inneren Symmetrieraum an zwei verschiedenen Punkten verschiedenartig vorzunehmen. Und diese Verschiedenartigkeit der Drehung in dem inneren Symmetrieraum wird dann durch diese Wechselwirkung zwischen den zwei Punkten kompensiert. Insofern hat man dann einen ganz engen Zusammenhang zwischen Symmetrieprinzipien einerseits in diesem inneren Symmetrieraum und Kräften zwischen den Elementarteilchen andererseits. Und dieses Baukonzept findet in allen gegenwärtigen Theorien über Elementarteilchen ihre Anwendung und es ist sozusagen das fundamentale Prinzip, mit Hilfe dessen wir Wechselwirkung und Kräfte konstruieren.